Komplexitätskosten sind ganz entscheidend, um überhaupt das Produktportfolio steuern zu können. Also insofern ist es eine wesentliche Fähigkeit, Komplexitätskosten analysieren zu können. Und es geht dabei natürlich in der Hauptsache um die indirekten Aufwände, die alle mit einer weiteren Variante verursacht werden. Wir müssen hier insbesondere diese verursachungsgerechte Betrachtung lernen. Und das ist dann einerseits die Grundlage, um komplexitätskostenbasiert ein Pricing, eine Preisgestaltung zu machen. Aber es ist auch eine nachhaltige Grundlage, um das Produktportfolio steuern zu können. Also festzulegen, wo entstehen zusätzliche Aufwände und wie weit lohnt es sich, das Produktportfolio durch eine weitere Variante zu ergänzen.